Unsere Themen am Donnerstag. Fontane-Oper Evi Briest kommt ins große Haus. Aktionstag für Menschen mit Behinderungen. Und die DEKRA ist überall. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Donnerstag. Das Staatstheater Cottbus hat deutschlandweites Ansehen. Viele internationale Künstler können regelmäßig für ein Gastspiel gewonnen werden. Und das aktuelle Vorhaben ist einmalig. Das Erfolgsduo Martin Schüler und Evan Alexis Chris planen eine Uraufführung. Im Fontane-Jahr 2019 soll eine Oper gespielt werden. Stoffgrundlage dazu ist der wohl berühmteste Roman des Schriftstellers Evi Briest. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, das dachten sich Martin Schüler und Dr. Martin Röder bestimmt auch, als sie die Förderzusage für ihren Kompositionsauftrag für die Oper Evi Briest bekam. Die Sparkasse Spree-Neiße und die Ostdeutsche Sparkassenstiftung ermöglichen so ein besonderes Projekt von überregionaler Bedeutung. So wird Komponist Siegfried Matthus eigens für das Staatstheater die Fontane-Oper Evi Briest komponieren. Das ist ein ganz großer Tag für uns, weil wir aus eigener Kraft so einen Kompositionsauftrag an einen berühmten Komponisten nicht stemmen hätten können. Und da freue ich mich sehr darauf, dass uns die Gelegenheit jetzt mittels der Sparkasse, dass das in die Tat umgesetzt wird, eine Oper zu haben, die speziell auf unsere Sängerstimmen zukomponiert wird. 2019 ist das Jahr des Schriftstellers und Dichters Theodor Fontane. Das Land Brandenburg und die Stadt Cottbus feiern dann seinen 200. Geburtstag. Den Roman Evi Briest von Theodor Fontane in eine Oper zu verwandeln, ist einzigartig und könnte das Staatstheater über die Landesgrenzen hinaus bekannt machen. Ralf Braun, Vorstandsmitglied der Sparkasse Spree-Neiße, ist gespannt, wie sich dieses Projekt auf das Staatstheater auswirken wird. Wir hoffen uns natürlich zunächst mal, dass Martin Schüler mit seiner Mannschaft hier eine ganz tolle, nachhaltige Produktion hinlegt. Die Uraufführung in Cottbus bedeutet ja, dass alle Aufführungen danach der Oper Evi Briest dann mit Cottbus erwähnt werden, in Zusammenhang gebracht werden. Das ist ein sehr guter Nebeneffekt für unser Staatstheater. Wir drücken den Akteuren und den Produzenten natürlich die Daumen, dass alles gut klappt bis 2019. Eine kleine Kostprobe gab es dann schon mal vorab. Unter der musikalischen Leitung von Evan Alexis Chris zeigte Sopranistin Ludmilla Lukajczuk, wie sich die Oper Evi Briest anhören kann. Um die Uraufführung zu sehen, muss man aber noch etwas warten. Die ist dann im Herbst 2019 geplant. Die Oper muss schließlich erst einmal komponiert werden. Menschen mit Behinderungen haben es schwer. Die Akzeptanz in der Gesellschaft ist nicht immer einfach und einen Arbeitgeber zu finden, dann noch schwieriger. Damit sie trotzdem weitestgehend ein normales Leben führen können, setzt sich das Brandenburger Integrationsamt ein. So werden Maßnahmen gefördert, damit Menschen mit Handicap auch auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Chance haben. Vor 7 Jahren wurden durch das Projekt Kappmark Cottbus 6 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen geschaffen. Heute gab es in diesem Markt eine Veranstaltung zum Thema Arbeit und Behinderung. Menschen mit einem Handicap sollen besser in die Gesellschaft integriert werden. Veranstaltet wurde die Aktion vom Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg. Zusätzlich soll eine Fotoausstellung Besucher auf die Chancen in der Arbeitswelt für Behinderte aufmerksam machen. Das Integrationsamt beim Landesamt für Soziales und Versorgung unterstützt Menschen mit Schwerbehinderung und ihre Arbeitgeber. Uns ist es wichtig, dass wir zeigen, welche
Vielfalt an Möglichkeiten es gibt und dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und selbstbestimmt Teilhabe am Arbeitsleben erfahren. Diese Fotos zeigen wunderbare Beispiele und sollen anregen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, weil es sich lohnt. Seit 2009 engagiert sich das Integrationsamt bei der Einführung in einen Beruf für Schwerbehinderte. Mittlerweile gibt es mehr als 25 Integrationsprojekte im Land Brandenburg. Die Tätigkeiten erstrecken sich über die Bereiche Land- und Forstwirtschaft, Postzustellung oder auch Gastronomie. Für Edeltraut Schlosser hat das eine wichtige Funktion. Wir wollen im Bereich Arbeit, ein wichtiger Lebensbereich, zeigen, dass auch Menschen mit Behinderungen ganz normal im ersten Arbeitsmarkt tätig sein können und eine gute Arbeit abliefern können. Gerade Cottbus hat eine Vorzeigefunktion, wenn es um das Integrieren von Menschen mit einer Behinderung geht. So gibt es in der Stadt viele Einrichtungen wie die Lebenshilfe Hand in Hand, der Machtlos e.V. oder der Behindertensportverband BSB. Oberbürgermeister Holger Keich ist Schirmherr der Aktion im Kappmarkt. Da er verhindert war, kam stellvertretend Markus Niggemann. Auch für ihn ist das Miteinanderleben wichtig. Überall ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Menschen mit Behinderung zu integrieren. Und zwar, weil auch beide Seiten profitieren. Nicht nur die Menschen mit Behinderung profitieren, sondern auch die restliche Gesellschaft. Wenn Menschen eigenständig, selbstständig leben können, ihren Lebensunterhalt selbstständig verdienen und sich angenommen fühlen in der Gesellschaft, das gibt der Gesellschaft auch viel. Claudia Hannemann kann ihren Lebensunterhalt selbstständig verdienen. Sie ist eine der Integrationsmitarbeiterinnen und fühlt sich hier wohl. Ich war vorher in der Werkstatt in Galinchen und durch Galinchen bin ich hier reingekommen und ich fühle mich hier eigentlich pudelwohl. Könnte hier lange, wenn es geht, lange arbeiten. Durch die langjährige Erfahrung hier im Supermarkt kennt sie sich bestens aus. Claudia kann überall mit anpacken. Wir kontrollieren bei Wurst, Käse, Joghurt das Mindesthaltbarkeitsdatum. Helfe bei Backshop, Kasse, Ware auspacken, bin bei Obst und Gemüse einsetzbar, Getränke, bin eigentlich überall einsetzbar, wenn Not am Mann ist. Die Integrationsprojekte werden zukünftig weiter ausgebaut, damit mehr Menschen mit einer Behinderung in das Arbeitsleben und in die Gesellschaft mit eingebunden werden. In Brandenburg hat es in diesem Jahr mehr Verkehrstote gegeben. Bis Ende September sind bei Unfällen 112 Menschen gestorben. Das sind 20 mehr als im Vorjahreszeitraum. Deutschlandweit geht die Zahl der Verkehrstoten zurück. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sind in diesem Jahr über 3.100 Verkehrsteilnehmer ums Leben gekommen. Wer an diesem Sonntag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, sollte unbedingt vorher in den Fahrplan schauen. An der Haltestelle könnte es sonst eine böse Überraschung geben. Die Details dazu gibt es in den Kurznachrichten. Fahrgäste müssen sich umstellen. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ändert an diesem Sonntag die Fahrpläne. Auch Cottbusverkehr ist davon betroffen. Im Liniennetz bleibt aber fast alles gleich. Die Straßenbahn 2 fährt frühmorgens künftig ab 5.17 Uhr, also 2 Minuten eher. Die Tram 3 fährt abends um 20.38 Uhr, also ebenfalls 2 Minuten früher ab. Bei der Buslinie 12 entfallen um 4.36 Uhr ab Haltestelle Kolkwitz Klinikum und um 21.10 Uhr ab der Haltestelle Stadtpromenade die Anruffahrten. Sie werden direkt in den Fahrplan integriert. Außerdem fährt die 12 noch einmal um 21.29 Uhr von Kolkwitz Klinikum nach Merzdorf. Die Linie 12 bis 35 fährt ab Merzdorf Feuerwehr künftig 10 Minuten später ab. Der neue Fahrplan ist im Einsteiger nachzulesen. Dieser wird in allen Briefkästen verteilt oder liegt im Kundenzentrum von Cottbusverkehr aus. Cottbus will grüner werden. Die Stadt möchte ein Pflegekonzept für Grünflächen erarbeiten. Der Umweltausschuss hat bei einer Versammlung darüber gesprochen. Eine entsprechende Fachgruppe hat sich dafür bereits gefunden. Diese will sich vor allem für eine Begrünung von Abrissflächen einsetzen. Weihnachtsmarkt für Kunstliebhaber. Designer und Kunsthandwerker stellen an diesem Wochenende ihre Werke aus. Im Landesmuseum für Moderne Kunst können dann Keramik, Kerzen oder Skulpturen gekauft werden.
Der Eintritt ist frei. Der Weihnachtsmarkt Preschenk hat jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Jazz Dance Club Cottbus tritt erstmals bei einer Weltmeisterschaft an. Die Small Group der Jazzy Diamonds misst sich an diesem Wochenende in Polen. Die 7 Tänzerinnen müssen dann gegen internationale Gruppen ran. Sie haben sich im Oktober bei einem Turnier in Freiburg zu der diesjährigen Weltmeisterschaft qualifiziert. Wenn der Begriff DEKRA fällt, denken viele zunächst an die Fahrprüfung oder an die Autodurchsicht. Die Aufgaben für die Mitarbeiter der Prüfgesellschaft sind dabei viel umfangreicher. Stefan Ross muss beispielsweise regelmäßig Aufzüge warten. Mit ihren 135 Metern ist sie nur schwer zu übersehen. Zählt man die Rotorblätter mit, sind es sogar fast 200 Meter. Die Windenergieanlage E126 der Firma Enercon ist die größte ihrer Art im Binnenland. Und er hat sich vorgenommen, sie zu erklimmen. Das gehört schließlich zu seinem Job. Stefan Rost ist Sachverständiger bei der DEKRA. Er prüft heute den Aufzug im Inneren der Anlage. Mit einem gewöhnlichen Aufzug hat das aber nichts zu tun, deshalb das Absturzgeschirr. Ja, also die Sicherung ist notwendig, weil sich das hier nicht um einen gewöhnlichen Aufzug handelt, sondern um eine Maschine. Und man muss sich hier gegen Absturz sichern, weil immer die Gefahr besteht, dass man beim Arbeiten sozusagen ungesichert ist und dann abstürzen könnte. Knapp eine Stunde dauert so eine Prüfung. Einmal im Jahr müssen die Betreiber der Windkraftanlage eine durchführen. Stefan Rosts geschultem Blick entgeht da nichts. Das betrifft natürlich auch den Papierkram. Ja, zur Befahranlagenprüfung gehört auch der Ordnungsprüfungsteil. Und das bedeutet, dass man sich die gesamten Unterlagen, die für diese Befahranlage vor Ort vorhanden sein müssen, also das Prüfbuch, Bedienungsanleitung, Inverkehrbringungsprüfung und die letzten Prüfprotokolle anschaut und dort nachsieht, ob die Unterlagen alle vollständig sind, ob die Fabriknummer vom Fahrkorb diejenige ist, die auch bei der ersten Betriebnahme eingetragen wurde und ob gegebenenfalls Mängel aus den vorangegangenen Prüfungen, das sieht man dann in den Prüfprotokollen, noch vorhanden sind. Und daraus muss man dann die nächsten Schritte ableiten. Ist da alles okay, ist auch endlich der Aufzug dran. Sehr geräumig sind die nicht, erfüllen aber ihren Zweck. Sie unterscheiden sich aber auch nicht nur optisch von einem klassischen Aufzug. Er funktioniert auch etwas anders. In dem Fall ist das jetzt ein Fahrkorb, der im Prinzip so aufgebaut ist, dass wir unterhalb der Antriebseinheit und der Sicherheitseinrichtung haben wir jetzt die eigentliche Kabine, wo sich die Personen befinden. Hier mal ein Plexiglasscheiben ringsherum. Da schaut man, ob die ausreichend fest sind und noch eingehangen sind. Dann haben wir hier links und rechts jeweils die Führungsseile, wo man auf die Spannung achten muss, auf die Laufrollen, ob das mechanisch alles in Ordnung ist. Auf der Seite weiterhin das Sicherheitsseil für die Fallstoppeinrichtung. Und dann haben wir im unteren Bereich eine Bodenabschaltung, einen Bodenkontaktschalter angebracht. Den werden wir uns gleich noch anschauen. Der ist dafür da, dass wenn der Korb irgendwo auf ein Hindernis oder in dem Fall auf den Boden auftrifft, ein Schalter auslöst, dass die Fahrt automatisch gestoppt wird. Der Prüfer schaut sich jede Ecke des Aufzugs an. Das betrifft Versorgungskabel, Sicherheitsmechanismen und die Seile, die den Fahrkorb tragen. Alles kann bei häufiger Nutzung verschleißen. Da es hier schließlich um Menschenleben geht, wird jeder Millimeter geprüft. Dann schaue ich mir im Fahrkorb im oberen Teil noch an, wie die Seilführung ausgeführt ist und ob es hier keine Beschädigungen gibt, auch was das Powerkabel und die elektrischen Einrichtungen betrifft, sowie die ganzen Schutzeinrichtungen und Anbindungen und Schraubverbindungen. Und damit wäre der Test im oberen Teil dann abgeschlossen. Natürlich schaut sich Stefan Rost den Aufzug nicht nur an, er fährt auch damit. Falls dabei irgendwas passieren sollte, hat er bei jeder Prüfung immer einen Kollegen dabei. Bei der Prüfung des Aufzugs war alles okay. Wie üblich bei der DEKRA gibt es dafür natürlich eine Prüfplakette. Im nächsten Jahr kommt Stefan Rost dann wieder. An dem Fahrkorb sichtbar angebracht. Die LEAG hat heute den Sponsorenvertrag mit dem FC Energie Cottbus bis zum Saisonende verlängert.
Der Vorstandsvorsitzende Helmer Rendez ist mit der sportlichen Entwicklung sehr zufrieden und will den FCE deshalb weiterhin unterstützen. Der ist übrigens zurzeit noch ungeschlagen. Beim letzten Spiel in der Hinrunde hat es gestern Abend einen 2:0-Sieg gegeben. Am Samstag beginnt bereits die Rückrunde. Ob Trainer Klaus-Dieter Wollitz an der Mannschaft etwas verändern will, verraten wir Ihnen morgen. Christian Risse bringt Sie dann ins Wochenende. Im heutigen Weihnachtsgruß kommen wir gleich noch einmal auf die Sparkasse zurück. Ralf Braun wünscht Ihnen ein frohes Fest und ich Ihnen einen schönen Abend. Bis dahin, tschüss! Ich bin Ralf Braun, Vorstand bei der Sparkasse Spree-Neiße in Cottbus und ich wünsche natürlich auch im Namen unserer gesamten Belegschaft, all unseren Kunden und allen Zuschauerinnen und Zuschauern von Lausitz TV eine frohe, besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familien und ihrer Lieben und vor allen Dingen für 2018 ein gesundes, unfallfreies, wunderbares Jahr 2018. Herzliche Grüße von Ihrer Sparkasse Spree-Neiße. Präsent oder wollt euch einfach selbst ein Geschenk machen, dann werft doch mal einen Blick auf das Angebot der Woche bei Expert. Den Philips Shaver Series 5000 gibt's nämlich jetzt für nur 55 Euro. Eine schnelle und gründliche Rasur ist mit diesem elektrischen Trockenrasierer kein Problem. Das Multi-Precision Klingensystem mit Super Lift und Cut-Technologie hebt alle Barthaare an und schneidet sie dann sauber ab. Zwei Klingen kommen dabei zum Einsatz. Die erste hebt jedes Haar an und die zweite rasiert es an der Hautoberfläche ab. Der Flex-Scherkopf ist in 5 Richtungen beweglich und ermöglicht so engen Hautkontakt, sogar an der Hals- und Kinnpartie. Um Bärte oder Koteletten zu stylen, kann der SmartClick-Präzisionstrimmer ganz einfach aufgesteckt werden. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku hält bis zu 40 Minuten lang. Voll aufgeladen ist er nach einer Stunde. Aber wenn es mal schnell gehen soll, ist der Rasierer nach nur 5 Minuten Laden für genau eine Rasur einsatzbereit oder kann natürlich kabelgebunden genutzt werden. Alle wichtigen Informationen zeigt das intuitive Display an. Den Akkustand, ob ein neuer Scherkopf benötigt wird, ob die Reisesicherung aktiviert ist oder ob das Gerät gereinigt werden muss. Der Scherkopf kann natürlich ganz einfach unter fließendem Wasser abgespült werden. Die langlebigen Klingen müssen übrigens erst nach 2 Jahren ersetzt werden. Außerdem gibt es 2 Jahre weltweite Garantie vom Hersteller. Den Philips Shaver Series 5000 gibt's jetzt als Angebot der Woche für nur 55 Euro. Natürlich online auf expert.de oder im Fachmarkt in eurer Nähe. Fühlen Sie sich wie im Urlaub und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. Die Nacht wird zunächst leicht bedeckt. Später zieht es sich dann richtig zu, es bleibt aber trocken. Das Thermometer zeigt auch nach Mitternacht 6 Grad. Der Freitag startet mit einem Sonne-Wolken-Mix, genauso bleibt es auch den ganzen Tag über. Der Regenschirm kann zu Hause bleiben, die Höchstwerte liegen bei 6 Grad. Am Samstag geht es genauso weiter. In den Mittagsstunden zieht es sich aber zu und Sie müssen sich wieder warm anziehen. Die Werte liegen um den Gefrierpunkt. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus.
Letztlich habe ich Kerzen für die Adventszeit gekauft, liebe Zuschauende. Das haben Sie ja bestimmt auch schon getan. Und was erlebe ich? Eine Kerze spricht mich an. Du, Menschenkind, ihr freut euch an meiner Helligkeit und Wärme, die ich euch gebe. Und ich freue mich, dass ich für euch brennen darf. Wenn das nicht wäre, würde ich irgendwo in einem alten Karton rumliegen. Sinnlos, nutzlos. Sinn bekomme ich, wenn ich zum Leuchten komme. Aber je länger ich brenne, desto kürzer werde ich. Ich weiß, es gibt beide Möglichkeiten für mich. Entweder bleibe ich im Karton, unangerührt und vergessen im Dunkeln, oder aber ich brenne, werde kürzer, gebe alles her, was ich habe. Ich finde es schöner und sinnvoller, etwas herzugeben, als kalt zu bleiben und im düsteren Karton zu liegen. Schaut, mit euch Menschen ist es auch so. Entweder ihr zieht euch zurück, bleibt für euch und es bleibt kalt und leer. Oder aber ihr geht auf die Menschen zu und schenkt ihnen von eurer Wärme und Liebe. Dann erhält euer Leben Sinn. Dafür müsst ihr etwas in euch selbst hergeben. Etwas von eurer Freude, von eurer Herzlichkeit, von eurem Lachen, vielleicht auch von eurer Traurigkeit. Ich meine, wer sich verschenkt, wird reicher. Je mehr ihr für andere brennt, umso heller wird es in euch selbst. Ich glaube, bei vielen Menschen ist es nur deswegen düster, weil sie sich scheuen, anderen ein Licht zu sein. Lasst euch doch Mut machen von mir, einer winzigen kleinen Kerze. Schöne, glänzende und besondere Neuheiten zu Weihnachten bei Fiedermanns am Altmarkt. Hochwertiger Schmuck in Weiß, Gelb und Roségold, besetzt mit funkelnden Brillanten. Perlen sind nach wie vor von besonderer Bedeutung. Hochwertig auch die Uhren aus Glashütte, der Firmen Nautische Instrumente Mühle und Bruno Söhnle. Vielleicht soll es aber auch nur einfach ein kleiner Goldbarren sein. Oder wunderschöner Mädchenschmuck. In diesem Sinne, frohe Weihnachten wünscht Ihr Uhrmachermeister Fiedermann am Altmarkt 25. Zehn Jahre Lagune Cottbus. Wir sagen Danke und wollen das ordentlich mit unseren Gästen feiern. Wir sind begeistert, was wir gemeinsam mit Ihnen erreicht haben und möchten deshalb unser 10-jähriges Bestehen mit tollen Events in diesem Jahr feiern. Kommen Sie in die Lagune und feiern Sie mit. Aktuelle Informationen unter lagune-cottbus.de. Ihr seid mutig wie ein Gladiator. Ihr habt die Stärke, die Ausdauer und einen gnadenlosen Siegeswillen. Ihr habt das Zeug dazu, den Parcours der Leiden zu durchqueren. Dann seid ihr in der Lagune Cottbus genau richtig. Die erste Water Gladiator Challenge am Samstag, den 9. Dezember. Verschiedene Stationen sowie Hindernisse warten auf die mutigen Gladiatoren unter euch. Macht mit und sichert euch tolle Preise. Das Anmelden erfolgt direkt in der Lagune. Die Water Gladiator Challenge am Samstag, den 9. Dezember von 10 bis 20 Uhr. Und alles zum regulären Eintrittspreis. Seit 10 Jahren mein Cottbus, meine Lagune. Ein ganz besonderes Geschenk. Erholung und Entspannung in der Spreewald-Therme Burg und im Spreewald-Therme-Hotel. Einfach online bestellen unter spreewaldtherme.de.
Sorgen kann man teilen. Mit der Telefonseelsorge Cottbus. Anonym, kompetent, rund um die Uhr. 0800 111 03 mal die 1 oder 0800 111 03 mal die 2. Der Anruf ist kostenfrei.